Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Zurech und einem weiteren Dota 2 Gameplay Video mal wieder. Und ich muss eigentlich mal kurz gucken, Windrunner Solo Top, ob das auch so richtig ist, wie ich es mir denke. Oder ob ich mit hochgehe. Alles klar. Battle begins. Anscheinend geht er nicht Jungle, wie es eigentlich hätte vermuten können sollen. Genau wie Windrunner es auch tut. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen überrascht auf jeden Fall, warum ich nicht auch unten bleibe. Denn ich hätte eher gedacht, dass Ursa im Wald bleibt. Der Held, der auch schon auf Level 1 eigentlich Roshan legen könnte. Kann. Ja, ich glaube, Centaur Warrunner, oder ich nenne ihn einfach nur Centaur, habe ich selber euch noch nicht gezeigt. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, auch noch nicht gespielt, glaube ich. Glaube ich, einmal. Natürlich kenne ich ihn, ja, ist klar. Ich kannte ihn aber noch mit dem alten Ultimate, nur das neue Ultimate ist für mich wirklich neu. Doch, ich habe ihn, glaube ich, schon mal gespielt, einmal. Also, ich kenne auch ihn von damals. Da hatte sein Ulti noch die Fähigkeit, einfach ihm 36 Stärke zu geben. Ja, das war damals sein Ultimate. Hört sich ziemlich langweilig an. War es auch, ehrlich gesagt. Das Besondere war halt, dass er dadurch, ja, ziemlich unsterblich war eigentlich. Man konnte draufhauen, wie man will. Den hat man nicht so schnell kaputt bekommen. Irgendwie mangelt es mir gerade an Last-Hit-Skill. Ich glaube, ich sollte wieder weniger WoW spielen, mehr Dota. Nein, das klappt natürlich auch so, dass es Natural Skill, ja. Oder auch nicht. Als hätte ich ihn eigentlich müssen stunnen können, vielleicht. Was ist das nochmal? Double Edge, genau. Ach, da muss ich jetzt einen killen hier. Ja, ist klar, dass er das versucht natürlich abzubrechen, aber so schlimm war das jetzt auch nicht. Ich muss nicht einen killen, ich kann auch einen denyen. Nicht, dass ich jetzt denke, ich muss einen killen. Und ich hinter Bullshit sage, ach, warum attack ich denn? Ach. Und ich wollte ein paar Sachen sagen. Ach ja, genau. Mittlerweile ist ja wieder das neue Tournament auf und derzeit läuft so eine Sache, da könnt ihr euch das sogenannte Compendium kaufen. Und mit diesem Compendium, welches ihr euch für 8 Euro kaufen könnt von Dota 2, habt ihr halt irgendwie Zugriff auf ganz viele Gadgets rund um das Turnier. Und im Verlauf bekommt ihr auch noch Items. Ihr bekommt... Ja, verdammt, rede ich da sofort, ey. Items, Kuriere und so weiter. Außerdem hat Wealth so eine Reihenfolge, so eine, mein Gott, ich komme gar nicht auf einen gescheiten Namen dafür. So eine Liste einfach, ne, eine Reihenfolge, keine Ahnung, mein Gott. So mit Goals veröffentlicht. Und immer, wenn die Leute sich sowas kaufen, dann geht das natürlich hoch. Ja, immer mehr Geld, immer mehr Geld. Und nach einer Zeit werden dann bestimmte Stretch Goals eben erfüllt. Und der letzte Stretch Goal bei, ich glaube, 3,2 Millionen. Ne, war das echt Millionen? Bei 3,2 irgendwas. Könnt ihr euch selber nachschauen. Blog.dota2 oder einfach nur dota2.de, glaube ich auch. Oder dota2.com. Da ist das Ding auf jeden Fall direkt drauf. Und dann kann man auf jeden Fall auswählen. Dann kann die Community entscheiden, welcher der neue Held sein soll, der entwickelt werden soll. Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool, wie ich finde. Weil die meisten Leute sich ja Techie wünschen. Ich hole mir mal in Boots. Nicht für die gleiche Scheiße wie mit Elder Titan, wenn ihr euch noch an das Gameplay erinnert. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Also die meisten Leute würden sowieso Techies nehmen. Und ich überlege noch gerade, wie ich den hier wohl so bashe, ja. Also mein erster Spell, der, ja, der stunt halt eigentlich nur. Mein zweiter Spell macht Schaden, schadet aber auch mir selber. Das Besondere an dem Spell ist ja einfach, dass er so extrem Schaden macht. Ja, so ungefähr, ja. Wow! Das war wirklich haarscharf. Aber es ging noch gut. Wir haben einen Kill geholt.
Sein Stun hat aber gar nicht so lange gehalten. Das war wirklich perfekt getimed, ja. Und ja, Return wurde auch geändert im Gegensatz zu damals. Also aber sinnvoll, muss ich euch ehrlich gesagt sagen. Naja, Double Edge mache ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, den kann ich denyen. Makuri haben wir auch. Oh. Was that supposed to hurt? Ich glaube, oh, das könnte knapp werden. Scheiße, ich sterbe das nicht, ne? Boah, das geht ja. Boah. Ich glaube, ich bin der glücklichste Typ überhaupt. Oh, der ist. Der könnte Probleme jetzt haben. Oh, renn, oder ich den halt nicht. Ne, das überlebt er. Ja, ganz schön doof hier gerade. Da hat er uns jetzt mit diesem Scheißfeld wirklich gut runtergehauen. Ja, da muss man natürlich versuchen, sofort irgendwie einen Kill zu bekommen. Creep Kill, Deny, was auch immer. Denn das macht ganz schön viel Schaden. Ich glaube, 500 noch was. 570 oder sowas. Also wirklich ganz schön viel macht das. Oh, den hätte ich hier noch eben denyen können. Ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Jetzt bekomme ich auch noch einen ab. Ah, das ist doch ärgerlich. Oh, da ist Fuyon, da Linkslauf. Den kann ich direkt nehmen. Kann ich nicht nehmen. Das ist doch. Oh Gott! Deny, deny! Ah, ich kann mich damit nicht killen. Stimmt. Ah, Centauro kann nicht durch Double Edge sterben. Stimmt, da war ja was. Ja, scheiße, ärgerlich. Wie waren die Stats? Habe ich nicht alles so mitbekommen. 2-1 Ursache, cool. Und, ja, wie ich erwähnt habe, ist Return auch geändert worden. Also für Leute, die das noch nicht so wissen, wie ich zum Beispiel. Nein, also ich wusste, dass Return geändert wurde, aber ist auf jeden Fall ganz sinnvoll geworden. Denn anstelle eine feste Größe, die jetzt eben beim gegnerischen Angriff reflektiert wird, gibt es nämlich jetzt auch noch einen Bonusschaden, der durch die eigene Stärke bestimmt wird. Das hat natürlich einen guten Vorteil. Und ja, Leute, ich muss echt mal ein paar Creep Kills hier langsam abstauben. Vielleicht mal missschrauben. Denn so geht das nicht, da ich hier langsam ein bisschen rumgucke mit meiner AP. So ein Drecksack. Ja, Observer Wards hier oben wären auch ganz cool. Nochmal Top fehlt. Das ist natürlich auch interessant. Wir haben Fugan und Aix. Ja, das sind eigentlich zwei Jungle-Helden. Fugan hier, dann wird's. Aix ist unten. Das ist kein Port, gar nichts. Es ist nicht so, als wenn wir nicht missgeschrieben hätten. Zweimal. Und dann wollte ich euch noch was erzählen. Mir fällt aber gerade nicht mehr ein was. Was war das denn nochmal? Mir fällt es, glaube ich, nicht mehr ein. Es war auf jeden Fall ganz cool. Denkt euch einfach irgendwas Cooles aus. Das habe ich dann bestimmt gesagt. Ja, wir haben in der Miss Aix Fuyon. Aix ist Mitte. Na, da brauche ich mir auch schon, wenn ich importen. Auch wieder ein Zinkel. Oh, da habe ich was gehört irgendwie in der Nähe. Oh Mann.
Ja, der Stunt halt. Ja, das Ultimate fehlt ja, dass man irgendwie mit Full Speed durch die Gegend läuft, Schaden damit macht. Und auch noch, oh, pass auf. Ein Stunt. Global habt ihr bestimmt schon mal gesehen, der hält es halt schon lange draußen. Ziemlich cooler Spell auf jeden Fall, ziemlich geil zum Initiaten. Da er im Global ist, kann man den auch anmachen, sodass die Mates initiaten können, auch wenn man eben nicht da ist. Das ist ziemlich cool. Und ja, ich habe 13 Creep Kills, Leute. Das ist scheiße. Es liegt aber auch daran, dass ich solche irgendwie gerade nicht so ganz bekomme. Ich bin gerade nicht so auf der Höhe irgendwie. Ja, den habe ich nicht bekommen. Den, aber er hätte eigentlich so ein bisschen hier so stehen können. Ich hätte natürlich auch Ultimate machen können, aber da bin ich mir nicht sicher, ob wir den, ich weiß nicht, ja. Ist ja auch Cooldown, 2 Minuten. Da bin ich natürlich ein bisschen ängstlich. Ja, und natürlich Wards. Also ich hätte wirklich gerne hier so ein Ward. Oh, was macht der denn da? Will er nicht lieber in den Wald gehen? Death runs. Wo sind meine Mates schon wieder? Da, ich bin tot. Da oben läuft er noch rum. Platzik hat auch noch überlebt. Wie hat der das denn geschafft, ey? Ja, da kam leider auch direkt der Stun bei Platzika. Wo ich ihn Double Edgen wollte. Aber da wäre eh nicht gestorben, ganz da. Da glaube ich, ein bisschen zu viel AP gehabt. Unglücklich schon wieder. Voll blöd auf jeden Fall. Ja, ist natürlich doof hier, ne? Speichern ein bisschen, gehe ich nochmal oben farmen. Ich wollte gerade schreiben, Care. Wie kann man so unachtsam sein? Das ist doch sowas von klar, ne? Was will man machen? Was will man machen? Ich bekomme auch keinen Creep Kill. Was ist das überhaupt, ey? Das ist bestimmt irgendwie Südamerikaner. Ja, soll ich mich da reinporten? Alles irgendwie umhauen. Okay, ich mach das ja wirklich. Aber ist ein bisschen spät jetzt. Ist aber doof, dass der Port ja immer länger dauert. Wo geht Ursa hin? Geht doch. My steel thirsts. Swarms over me. Yes. Tja, der Zeus ist natürlich auch so eine Sache immer, ne? Yes. Der ist natürlich auch hart. Ganz schön nuken. Renn durch! Hauptsache, ihr killt ihn. Kein Bock auf den Helm, ne? Komm, das ist doch gut. So muss das laufen.
Sehr schön. Sehr schön auch mal ein Comeback, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Oh, oh, oh. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Ich habe immer noch einen Creep-Kill bekommen. Ah, warum kam der da denn auch? Verdammt. Dämlich. Was auch ein totaler Fehler ist, weil ich eigentlich immer mache, wenn ich gegen Furion spiele. Ah, der Comeback ist zerstört worden. Die hätten eher mal weggehen müssen. Ach, ach Leute. Ich hätte vielleicht auch schneller von den Creeps weggehen sollen, aber die hätten auch eher weggehen sollen. Ich hole mir, glaube ich, mal im Bracer. Ach, wie dumm. Nein, 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 wehe, wehe, wehe. Och, Leute. Da fand ich das Ulti dann doch ganz cool. So. Mit viel Stärke Bonus. Das habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Ganz ehrlich, ey. Ich dachte, man hat Max-Speed, ey. Oh Gott, Leute, das läuft gar nicht so, wie ich es irgendwie in meinem Kopf mir vorstelle. Ich hätte jetzt gedacht, wir stunnen die da, er läuft rein, stun, stun, alles tot, ja. Aber irgendwie, da fehlt einem dann immer ein bisschen dann doch die Erfahrung mit dem Helden, ja. Damit man schon vorher weiß, klappt sowas oder nicht, und die habe ich leider gar nicht mit dem Helden. Da müsst ihr ein bisschen Nachsehen geben. Also, ich habe gedacht, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ich habe natürlich gar keine Equip. Was wirklich brillant ist. Ach, geh doch nicht nach unten. Na gut. Kannst ihm nicht verübeln, er ist immer eigentlich der Carry. Aber ich würde auch gerne ein bisschen farmen wollen. 23 Creep Quests, 17 Minuten, das ist ja... gar nichts. Habe ich jetzt den Falschen erwischt? Ah ne, das ist AOE. Boah, ich habe mich ja tot gelacht. Yes. Ah, ein bisschen viel AP verloren. Aber wird schon wieder. Yes. Ulti wieder ready. Die könnte ich eigentlich noch nehmen. Ich habe ja da Full Mana. Oh, der Quit tut weh. Oh Gott, ich habe echt ein bisschen viel AP verloren. Den hätte ich ja dann noch irgendwie machen können. Coin well earned. A traveled road. Sag mal, da porte ich mich weg und dann kommen die da unten alle. Ist doch witzlos. Jetzt komme ich mir wieder irgendwie schlecht vor. Aber ich konnte wenigstens einmal farmen. Ja, aber trotzdem, das war natürlich doof, dass die schon wieder gestorben sind. Aber ich finde, die sterben auch ein bisschen mit zu viel weg da. Ja, Item ist jetzt ein bisschen schwer. Hood of Defiance würde ich... Ja gut, Hood of Defiance, das ist Magic. Das heißt, es reduziert ebenfalls den eigenen Schaden, den man wohl durch Double Edge bekommt.
Ja, gut, aber Problem ist halt, die Gegner, sie haben sonst kaum Magic Attack. Das heißt, Blink Dagger wäre eigentlich ganz okay. Aber Blink Dagger bin ich eher im Moment nicht so in der Situation, wo man sich das vielleicht holen sollte. Das heißt wiederum, dass ich mir vielleicht eher ein Blade Mail holen kann. Ich glaube, ein Blade Mail ist eigentlich ganz okay. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier habe. Ja, wir haben halt viele Melee-Helden eigentlich. Oder die harten Helden sind halt Melee-Helden. Oder ist ja halt egal, ob Melee oder nicht. Aber Blade Mail ist dann doch ganz cool eigentlich. Erst recht, weil es halt mir eben Rüstung gibt, Schaden gibt, Int gibt. I fear Ist no auf jeden Fall ganz beast. gut. Yes. Yes. Ja. Das jetzt, das, wenn der jetzt schon wieder überlebt, ne? Das ist doch nicht, das ist doch nicht euer Ernst, Leute! Was für ein Desaster ist das bitte? Und ich weiß selber nicht, was ich da genau mache, weil das alles so unkoordiniert aussieht. Das war mal der größte Fail, den ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, das ist ein Fall eigentlich für den Fall für Särge, ja? Für die Chroniken des Versagens. Ich meine, wir waren jetzt da oben, total im Vorteil. Platzika fast tot. Ja, ich renne extra schon am Zeus vorbei, um Platzika noch zu stunnen, ja? Und dann belebt er sich wieder so ein bisschen, weil er ihn killt. Und kommt damit mit diesem Mini-HP dann auch noch weg. Und dann werden wir alle getötet. Ich hatte ja innerhalb von Sekunden keine HP mehr. Vielleicht sollte ich mir doch gut auf die Feinde holen. Ja. Böser Zeus. Ja, über den Chat rede ich erst gar nicht irgendwie so. Der jetzt eh hin. Ja, Leute, 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 Leute! Schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare, was Nettes. Falls es nicht nett sein sollte, dann aber nicht an mich schreiben. Nein, ich weiß auch nicht. Das ist ja so ein Spiel, was so unerklärlich failt irgendwie. Ich weiß gar nicht, also so scheiße spiele ich jetzt eigentlich auch nicht. Oder so daneben. Ja, mach du den Stun. Ich mach meinen Stun. Jetzt kriegt mich doch Aches! Ich fahre doch gar nicht mehr in Range! Ah, warum hat. Oh, Cunning Blade hat so eine Range, Mann! Ich dachte, ich entkomme da noch locker. Und Double Edge zieht so einen Schaden! Ja, ich sollte doch die Feinds kaufen, Mann! Das ist ja scheiße Pflicht! Wahrscheinlich flamen die mich alle. Ich hab auch so ein Guide drin, ja komm, Standardbild hat doch bestimmt auch Hut auf die Feind sofort, ja. Oh, Tranquil Boots wären echt gut gewesen. Allgemein gefällt mir dieser Guide. Wenn ich schon keinen Guide mehr selber durchlese, dann gucke ich ja auf diese Guides, weil ich auch Centaur seit Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Und hier sind echt ganz gute Ideen drin. Ja, Tranquil Boots natürlich, fiel mir gar nicht ein. Tranquil Boots, wie gut, ja. Ah, wie geil wäre mit der Centaur gewesen mit Tranquil Boots auf Verlane. Auf Verlane gegen Aches wäre es echt gut gewesen. Schade, schade, schade. Ja, und Hut auf die Feinde merke ich gerade selber. Das ist ja echt Pflicht. Aber so lernt man ja. Ihr lernt gerade, wie man lernt. So macht man das. Und auch ich, ja. Ein alter Großmeister von Dota. Lernt noch.
immer dazu. Erst recht, wenn er immer noch mal neue alte Helden entdeckt. Da kommt schon wieder was. Woher hat er mich denn da? Leute, ich bin sprachlos. Ja, nein, das ist unmöglich zu gewinnen, das Spiel. Das ist so ein verkehrtes Teamplay. Ich glaube, ich hätte hier kämpfen sollen, lieber, ja. Nicht hinterher, sondern hier kämpfen. Und dann, ja, Teamplay 0. Die haben ein ganz gutes Teamplay. Die haben dann wirklich auch noch, das hätte ich nicht gedacht, ey. Dass der dann echt loslässt und das Ulti auf mich zündet. Das war echt überraschend. Also ich glaube, bei einem League of Legends wäre jetzt hier Surrender. Gibt's natürlich hier nicht, aber mein Gott, ey. Jetzt würde ich, glaube ich, wirklich sogar Surrender, ne? Das ist echt, echt blöder Spiel. Ja, und für Leute, die eigentlich schon gar keinen Bock mehr haben, und ich das, denke ich mal, bestimmt verabschiede ich mich schon mal eigentlich so, ne? Ich bin da höflich. Denn das ist halt wirklich erbärmlich. Komm, komm. Gehört ihr noch? Ach, das hat doch keinen Sinn, ey. Ich komme eh nie weg. Boah, Worst Centaur EU. 1-8 habe ich. Leute. Ich glaube, das ist die Chroniken des Versagens in Persona. Ja, Leute. Ich glaube, das hier ist ein Chroniken des Versagens Gameplay. Full length. Oh Mann, 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 Leute. Boah. Also ich sollte echt mein Double Edge irgendwie geschickt einsetzen. Und ich sollte heute auf die Feinds haben. Ich kriege aber null Gold mehr zu diesem Zeitpunkt, weil die Gegner im Moment uns so unter Druck setzen, dass ich auch nichts mehr machen kann. Das heißt, ich kann gar nicht mehr gut spielen. Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Ja, nächstes Mal First Item Tranquil Boots und Cloak, ne? Yes. Ganz klar, Leute. Ja! Ja! Meine Freunde, das ist wirklich gar nichts. Ich frage mich ja, wann die Gegner uns zerstören. Irgendwann komme ich gerade Durst, oder? Ich trinke gerade zu viel. Ja, ich glaube einfach, weil meine Kinnlade die ganze Zeit so offen steht von den Fights, trocknet das Ganze immer so ein bisschen. Ach, da oben ist Engage wieder. Ja, ja, klar. Letzter Tower oben. Den holen sie sich jetzt auch noch für ein bisschen Bonusgold und dann ziehen sie gleich runter und dann ist Ende. 28 Minuten, dann ist ja gar nichts. Your top tower is under attack. Nein, kann durchlaufen, kann er. Also ich bin doch jetzt schon tot. Und es ist nichts passiert. Ja, GG. GG, well played. Null Chance, Mann. Ganz ehrlich, ey. Kacke. da muss ich meine Emotionen einfach mal rauslassen, ja. Das ist ja scheiße gelaufen, das Spiel. Aber ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, das war echt jetzt ein Fail-Game irgendwie. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Unterhaltung. Vielleicht lernt ihr aus meinen Fehlern. Das ist auch ganz gut, ja. Also auch ein recht guter Spieler wie ich kann einfach auch mal total sacken. Total.
Beziehungsweise das Game sagt einfach auch so, ja. Ich bin eigentlich jetzt der, der das Spiel verloren hat. Also das war ja insgesamt ziemlich fail. Ach komm Leute, lasst ihr einfach in Ruhe da. Das ist doch sowas von gelaufen. Oh, der macht Schaden, ne? Aber ist der Ursa, der macht Schaden. Oh, jetzt haut er sich selber um. Guck mal, mein Ultimate, ne? Ja, komm, haut jetzt unsere Rexes da um und gut ist. Mal lass die doch in Ruhe. Ach, Leute. Ah, guck mal, jetzt wird er gierig. Der stirbt wahrscheinlich noch. Komm, komm, komm. Wetten wir irgendwas? Guck mal. Alter, Leute, Leute. Sehr geil. Puros Flakops. Puros Flakops. Doch, jetzt bei mein Gott, können die den auch nie mal finishen lassen. Ja, schreibt irgendwas in die Kommentare, wie gesagt, irgendwas Cooles, Nettes, auch wenn es schwer fällt, irgendwas. Gebt dem Video einen Daumen hoch, auch wenn es nur geheuchelt ist. Und, wow, und wir sind jetzt, denke ich mal, bei irgendeinem anderen Gameplay-Video, kommen jetzt auch die Anorex da um. Und, ja, mal schauen. Welcher hält uns denn demnächst nochmal beehrt in Dota 2? Ich denke mal nächste Woche. Obwohl, im Moment ist es ja wieder hier Tournament. Da ist natürlich ein bisschen Passivität von Valve Seite, ja. Weil die ja immerhin da andere Sorgen haben. Da schauen sie ja voll und ganz auf ihr Turnier. Und ich denke mal, muss nicht unbedingt sein, dass dann ein Held rauskommt. Obwohl die ja schon Abaddon und so recht gut fertig haben. Muss das gar nicht so sein. Und ja, das war GG Mega Re. Ich schreibe einfach mal GG. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Schlaft gut. Ja, also schlaft gut. Bei mir ist halt Nacht schon, ne? Tschüss, tschüss.